Es könnte gut sein, dass wir den in zwei Aufnahmesessionen geblättet kriegen. Na gut, wenn wir den Berg vor der 200. Folge weghaben wollen, müssen wir ihn auch in zwei Aufnahmesessionen splitten. So drüber nachdenke. Weil viel geht da nicht mehr. Nicht mehr viel dagegen tut. Nein, nein. So. Bla. Jep, jep. Wir sind ja schon sehr nah dran an der 200. Sie kommt bald, sie kommt bald. Es ist keine Woche mehr. Wo sind wir jetzt? In der Folge 196, wenn ich das richtig sehe. Oh je. Wenn das so ist, dann muss ich gleich eine Aufnahmepause machen, glaube ich. Oder ich, muss ich das? Oder muss ich das nicht? Man weiß es nicht. Verrate ich zu viel, wenn ich sage, ich muss? Weil sonst Dinge geschehen? Nein. Oder doch? Ich muss eine Aufnahmepause machen. Ich muss Kaffee trinken. Und zwar kein Kaffee Latte. Und auch keinen Milchkaffee und schon gar keinen Kaffee Olé. Ich habe nämlich keine Croissants daheim. Einfach nur Kaffee. Schöner, also schwarzer Kaffee, Junge. Weißt du eigentlich, wie lecker der ist? Das Loch da drüben. Dadurch der Berg zusammenbricht. Sowieso, wer ist denn da mit einem Messer hin und hat diesen Berg hier abgeschnitten? Wer tut sowas? Es gibt böse Menschen auf der Welt, die tun sowas. Ups. Wir hatten lange keine Silberfische mehr an den Steinen. Oh. Diese Musik hat einfach eine gewisse Romantik. Diese klassische... Wenn ich diese Musik höre, dann sehe ich immer diese klassische Situation vor mir, wie man so in der weiten Prärie an einem Lagerfeuer sitzt. Irgendwo in der Ferne heult ein Kojote. So ein Spieß mit irgendwas zu essen, den dreht man so gemütlich über dem Feuer. Vielleicht hat man sogar noch eine alte Flasche Whisky dabei, die man sich gemütlich gönnt, stückchenweise. Nicht übertreiben, nicht übertreiben. Wir müssen morgen fit sein zum Ausreiten. Aber irgendwie, ja, da geht dann die Sonne so unter. Man hat alles gerade so in der Prärie und in den Wüstengegenden. Es ist ja doch tagsüber sehr warm. Das heißt, man hat im Sonnenuntergang, sieht man noch das Hitzeflimmern. Das heißt, die Sonne verschwimmt ein bisschen in dem Flimmern der Wärme, die vom Boden abgestrahlt wird. Man hat einen langen, anstrengenden Tag hinter sich. Trotzdem war es ein schöner Tag. Vielleicht hat man viel geschafft. Vielleicht ist man auch viel umhergeritten. Egal, was man gemacht hat. Vielleicht hat man in dem Moment, da man da sitzt und im Feuer, das Gefühl, dass man sich diese Pause verdient hat. Dass man sich einen ruhigen Schlaf verdient hat. Das Feuer knistert und die Sonne geht langsam, langsam immer weiter unter. So ein leichter, kühler Windhauch, der einem da schon durch die Haare fährt. Weil die Nächte ja dann doch schnell kalt werden. Vielleicht sitzt da auch einer dabei mit einer Gitarre oder einer Mundharmonika und ja, spielt das traurige Lied, das er für seine verstorbene Frau oder für einen verstorbenen Freund oder so geschrieben hat. Oder vielleicht auch einfach nur ein fröhliches, wenn doch getragenes Lied über das Leben in der Wildnis. Weiß es nicht. Ah. Doch, doch. Schön. Schön ist das. Ja, ja.
Und was machen wir? Wir hauen Stein und Erde klein. Das ist doch... Das ist aber nichts mit Romantik. Romantik. Das war was für Frauen. Na? Es gibt Frauen, die haben einen Romantik. Da hat man Glück, wenn man Roman heißt. Andere stehen eher auf Männer, die ernst heißen. Na, das sind die Frauen, die immer alle ernst nehmen. Ja. Es gibt solche und solche. Was war denn das jetzt für eine aufregende Musik? Achso, das ist noch nicht fertig. Deswegen. Ich dachte schon. Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir auch mal wieder die Tagesplaylist an. Obwohl ich das eigentlich gerade im Moment immer sehr chillig finde mit dieser Nachtplayliste. Ich weiß es doch nicht. Upsa. So, die Sonne geht langsam unter. Das ist nett. Und ich denke, wie weit jetzt hier... Wir sind ja hier direkt am Bergansatz. Haben wir uns in den Berg gegraben. Und das ist jetzt hier mittlerweile schon mittendrin. Wir haben jetzt hier schon einen ordentlichen Knick. Zack. Wir kommen unserem Bett jetzt schon extrem nah. Das geht flott. Da können wir wirklich, glaube ich, in der nächsten Aufnahme da noch ein bisschen was reißen. Ob wir das vor der 200 schaffen, die ist jetzt doch wirklich mittlerweile schon erschreckend nah. Ist ja wirklich schon verdammt nah. Verdammt nah, verdammt sehr nah. So, das war die Ecke mit dem Kies und das ist die Ecke mit unserem Bett. Und da ist der Gang. Den haben wir jetzt auch bald freigelegt, wenn es so weitergeht. Sieh mal einer, guckst du. 1, 2 Ebenen haben wir da noch. Das ist ja jetzt hier die Stelle, da ist er ja offenbar unter der Kies aufs Dach gefallen war. Hier auch schon. Ist auch schon alles offen. Kannst du mal sehen. Da ist hier noch Erde, die ich nicht abgebaut habe. Was ist denn das für ein Fusch? Eieiei. Hups und hups. So, eigentlich müsste ich ins Bett gehen. Das wäre vernünftig. Aber ich bin gerade so drin hier im Berg. Ja, aber das bringt ja nichts. Nein. König unter dem Berge. Es bringt ja nichts. Seien Sie doch mal ehrlich. Es bringt ja nichts. Oh, da ist auch noch viel Platz im Inventar. Ich kann natürlich die Folgen ein bisschen überziehen. Und dann haben wir eine Chance. Dann könnten wir das hier bis zu 200 Blatt kriegen, wenn wir einfach die Folgen ein bisschen überziehen. Das wäre zwar eigentlich geschummelt, aber... Sag mal... Merkt ja keiner, ne? Das ist doch mal eine Idee. Das ist gar nicht, das waren 12 Stufen bis da unten. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es sind immer noch 8. Aber damit haben wir von der Höhe her auf jeden Fall die Hälfte weg. Aber es sind schon nur noch 8 Ebenen. Das ist, aber mittlerweile ist der Berg halt auch schon relativ breit geworden hier. Das ist halt, die ersten Ebenen gingen natürlich schnell. Zack, zack, zack. Na, das erledigt.
So. Jetzt dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger. Da kann man nichts machen. Ja, aber zum Glück wird das hier... Hier ist das Ganze sehr steil, da wird das nicht wirklich so viel mehr. Auf der anderen Seite, da drüben, ist er ja glatt abgeschnitten, da macht es keinen Unterschied. Und hier... Ja... Hier haben wir diesen einen abstehenden Knubbel, haben wir sogar schon integriert, den wir da mal gesehen haben. Da unten, der Knubbel muss uns gar nicht mehr groß interessieren. Der ist schon fast zu niedrig. Bisschen vielleicht. Ein Hauch von wird er uns interessieren, aber ansonsten... nicht relevant. So. Da ist schon der Graben. Hier haben wir ja vorhin den Kies abgegraben. Da ist jetzt fast nichts mehr von zu sehen, von dieser Grube. Und hier gucken wir mittlerweile schon fast gerade auf die ersten Bäume. Wir gucken da drüben schon bald gerade in diese Höhle rein. Wir überlegen, wie viel Höhenunterschied das hier ist. Das läuft doch, das läuft doch. Muss ich noch ein paar Folgen dranhängen? Könnte ich hier in einer Aufnahme, in einer Tour... Vielleicht mache ich auch einfach noch ein bisschen. Gerade so guter Laune, ich bin so gut in Stimmung. Ah, da muss ich aber echt... muss ich aber... Das ist dann auch... sich halt schon... locker 6-7 Folgen durchziehen. Dann müsste ich jetzt noch eine ganze Stunde dranhängen. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch nervlich schaffe. Nein, das schaffe ich nicht. Das machen wir nicht. Das mache ich lieber nochmal eine extra Aufnahme. Soll das soweit erst einmal gut sein. Die überziehen wir ein kleines bisschen. Machen jetzt einfach noch bis Sonnenuntergang. Das ist ja jetzt eh nicht mehr so lang. Und dann kriegen wir hier noch ein bisschen was weg. Dann müssen wir mal sehen und mal hoffen, dass wir beim nächsten Mal den Rest schaffen. Ich bin jetzt leider bei der letzten Spitzhacke. Das heißt, ich kann die Zeit bis zum Sonnenuntergang gar nicht mehr fertig mit Bauen überbrücken. Das ist auch schön. Weil ich ohne die Spitzhacke auch nichts abbauen kann. Dann ein bisschen Erde schaufeln gleich. Das war's dann. Naja, auch nicht schlimm. So. Noch hält sie ja. Wir haben sie ja eben gerade erst angefangen. Zack. Da ist schon wieder Kohle. Die nehmen wir sowieso mit der anderen Spitzhacke raus. Auch schön. Ich wusste, dass das heute noch kommen muss. Blizzard Entertainment hat uns ja schon angesungen in dieser Aufnahme. Die hat jetzt noch gefehlt. Ach ja, diese Gesangsstunden hier immer. Na ja, 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 ich sing Scheiße, weil ich kein Konzept hab. Dafür eier ich ein bisschen mehr. Schickibidi, schickibidi. Und jetzt kommt's gleich wieder. Jetzt, sie tut's. Achtung, sie tut es. Sie hat es getan. Sie hat es schon wieder getan. Ach ja, sie hat es getan. So. Das war die Kohle. Da unten. Das Loch haben wir soweit freigeschaufelt. Apropos Loch freigeschaufelt. Das dann auch. So, da können wir jetzt auch konsequent hier die Reihe auch noch wegmachen. Mal sehen, da habe ich, als ich mich hier lang gegraben habe, ganz knapp Kohle verfehlt. So. Dann halt mal weg damit. So, ja, komm. Zack. Mehr war es eh nicht.
Hopsa. War so mehr der, den ich wollte. Und ich habe das Gefühl, jetzt geht langsam die Sonne unter. So. Dam, da, da, dam. Nö, ach, die steht da noch ganz oben am Himmel. Da geht noch nichts unter. Da geht noch einiges hier. So, jetzt haben wir hier noch Fliegerde. Die haben wir mal weg. Und da haben wir noch Fliegerde. Die haben wir mal weg. Da können wir jetzt auch einfach erstmal hier diesen Knubbel da weghauen. Das ist ja eh nicht mehr viel, was jetzt hier noch über ist. Aber da. Ja, die Spitzhacke ist gleich hinüber. Das heißt, es hat sich gleich mit abbauen. Gut. Aber wir können ja noch ein bisschen Erde buddeln, haben wir ja gesagt. Geht ja noch. Da geht ja noch was. Da, da. Aber jetzt neigt sich die Sonne langsam Richtung Horizont und dann dauert das auch nicht mehr lange und dann. So. Das war soweit erstmal alles. Eps. Dann hauen wir jetzt hier einfach die komplette Erde schon mal weg. Und dann ist auch die Schaufel weg. Ja, da haben wir noch. So. Bis hier hin. Und wieder zurück. Klack, klack, klack. Und das dazwischen auch noch. Autsch. So. Das ist ja jetzt ein süßes Knubbelchen, was hier überbleibt. Da drüben ist noch Kies. Ist aber noch nicht dran. Jetzt geht es erstmal hier noch um die Erde. So, und jetzt können wir uns langsam zurückmachen, wenn wir da auch noch unser Inventar ausleeren wollen. Wir wollen noch hier ein bisschen. Können wir uns vorbereiten, schon mal die Spitzhacken und die Schaufeln machen für die nächste Runde. Dann ist das doch alles gut. Da haben wir aber ordentlich überzogen jetzt. Ja, gut, verteilt sich auf die Folgen ein bisschen, fällt sich so auf. Das ist alle ein bisschen Überlänge. Aber so werden wir hier wenigstens fertig. Das ist ja auch nicht ganz falsch. So, wenn ich jetzt natürlich hier erst nochmal mit der Schaufel einmal um den kompletten Berg renne. Hier gar nicht zu rennen. Hier drüben ist ja echt wenig Erde. Und die Schaufel ist jetzt auch gleich durch. Und die Sonne ist auch gleich durch. Ach, aber ich kann doch keine alten Sachen noch liefern. Jetzt die schon noch zu Ende bringen. Zu Ende bringen wäre gut. Mein Inventar ist voll. Damit habe ich es auch zu Ende gebracht. Schmeiß die mal kurz dahin. Und dann schnapp dir mal eben die Erde. Die da auch. 23. Okay.25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, die kriegen wir alle unter. Gut. Nichts Problem. Jetzt schnell was gegessen. Und ab nach Hause. Und ins Bettelein. So. Ein Blick zurückwerfen gleich nochmal.
Ja, oh, da ist echt fast nichts mehr übrig. Den haben wir jetzt hier in 4 Folgen schon gut weggeschnackt. Siehst du mal? Oha! Familie Krieber! Lass mich in Ruhe! Danke für die Einladung zum Tee! Aber ich muss leider ablehnen. Ich muss ablehnen, habe ich gesagt! Was hat denn dieser Mini-Pups jetzt gemacht? Der ist nach unten ins Loch gefallen. Ich bin daheim! Ruf den Kammerjäger! Oh ne, der jagt mir meine Kammer weg, dann bin ich mit den Monstern ganz allein. Habe ich nur noch Monster. Keine Kammer mehr habe. Upsa. Und die Erde weg. Ganz schnell. Radada Song. Und den Stein noch weg. Und dann mache ich den Rest aber mit Baunosch dann in der nächsten Folge. Sonst wird mir das hier zu eng mit den Viechern. Deswegen an dieser Stelle eine Aufnahmepause. Vielen Dank soweit schon mal. Gute Nacht und tschüssi.